Das bitte wieder funktionieren, das wäre echt super. Dann auf die. Bitte lass das jetzt funktionieren. Guck, dreht sich schon alles. Wieder da. Juhu, endlich. Mann. Ich habe keine Ahnung, wo du beziehungsweise wo, ja doch, wo du rausgeschmissen worden bist. Ich bin jedenfalls jetzt da schon raus. Ja. Aber ich teleportiere mich jetzt einfach mal nach Weißlauf zurück, weil ich war wie gesagt vollgeladen bis zum Gehen nicht mehr. Hab schon wieder meinen Trick angewendet mit Lydia, damit sie mehr schleppen kann. Och, komm schon. Und ja, mal sehen, ob es funktioniert. Okay, Lydia ist wieder da. Die war nämlich eben eingesperrt. Oh. Das ist echt kompliziert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert bei mir ist. Vor allem, keine Ahnung, hab ich eigentlich gedacht, dass wir ein besseres WLAN hätten. Der kleine Ladefail. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Überfordert mich ein wenig. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Schön, dass du diese Rüstung eingezogen hast. Okay. Du sollst wie ein Zwerg aussehen, Mann. Naja. Das ist wahrscheinlich wieder. Was ist es denn? Ah, zu früh, okay. Hä? Doch nicht? Oh. PM, nicht AM. Ich bin auch gut. Ich bin wirklich erstaunt, dass das irgendwie nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Kommst du jetzt mal? Oh, die taucht aber auch echt nie auf. Schon spät geworden. Ja, keine Ahnung. Ich habe erst mal gedacht, es wäre früher morgen. Die besten aber nee, Waffen und Rüstungen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil du genau in die Situation jetzt reingekommen ist, über dem ich jetzt nicht sehr viel mache, sondern erstmal nur verkaufe und allen anderen Kram hier. Da siehst du mal so ein paar Sachen von meiner Rüstung. Verbesserungsvorschläge sind gerne gesehen. Wow, 2%. Stark. Naja, ich habe noch nicht herausgefunden, wofür das Wahnsinnserz gut war.
Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Werde ich, denke ich. Na schön. Ach, nein. Was denn? Was braucht Vergiss ihr? Es. Bin immer noch da. Nee. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, gehört zum Spiel, ich weiß. Ich habe 2 Elfenbögen. Bringt das was, wenn ich Lydia einen gebe? Ne, die nutzt ja den Zwergenbogen, sehe ich gerade. Na komm, dann verkaufe ich den halt. Und ja, sie hat ziemlich viel Kram hier. Sie hat die Rüstung angezogen, die ich eigentlich verwerten wollte. Beziehungsweise der Herstellungszauber kosten 17% weniger Magika. Naja. Für sie ja eigentlich ziemlich dumm. Aber die Rüstung ist halt schon echt cool. Was mache ich denn da jetzt? Befordert. Und ja, ich weiß, die trägt einfach zu viel. Die trägt viel zu viel. Frostresistenz, die muss ich eigentlich anziehen. Nein, eben nicht. Das ist es ja. Das ist halt überhaupt nicht ihr Ding. So viel. 2 Stäbe der Feuerblitze. Brauche ich nicht. Die Diadem der großen Schießkunst zieht sie halt auch nicht an. Das ist Eisenkriegssatz der singenden Hitze. Boah. Hilfe. Das ist zu viel. Geht vor, ich folge. Ich habe hier einige gute Stücke. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Boah, hier ist gerade echt schlechte Luft drin, merke ich gerade. Das ist schlimm. Elfenbogen vor. Ja. Ach komm, weg mit dem Scheiß. Eigentlich anziehen. Aber die darf ich jetzt nicht drücken, sonst verkaufe ich die. Ja. Dann gehe ich mal. Eigentlich hätte ich auch mal vorgehabt, einen besseren Helm zu holen. Ich habe die ganze Zeit diesen lustigen. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmiedmeister bin. Diese Ehre gefühlt Eol und Graumähne. Das wird wahrscheinlich gerade kurz gesehen. Ich will nur eine faire Chance. Ah, jetzt kann ich nicht schnell rennen. Mensch. Ich bin direkt hinter euch. Hier den Kram. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Sieht man gerade mal wieder, ne? So richtig. Wenn ich in den Anfängen bin, dass das hier gerade noch nicht so funktioniert. Ihr geht vor, ich folge. Funktionieren soll. Ja. Wisst ihr, was mit ich habe hier halt jetzt auch die Augen verdeckt, ne? Ich habe ihr einfach eine komplette Schmuckstücke gegeben. Krimskrams, solche Sachen. So, eigentlich. Eigentlich ganz nice, weil so eine Rüstung hält halt schon viel aus. Das merke ich halt auch richtig. Ich brauche nicht viel von dem Zeug. Ich will es einfach nur weghaben. Aber nicht die. Und das auch nicht. Auch kein Gift. Zumindest noch nicht.
Okay. Sehr viel hat der ja jetzt nicht mehr, was ich ihm anbieten kann. Naja. Bitte kommt wieder. So. Ich weiß, ich könnte das eigentlich auch bei ihr verkaufen. Die Tränke. Aber das Problem, was ich gerade eigentlich eher habe, ist die verzauberten Sachen mal wegzubringen. Oder? Ich weiß gerade gar nicht, welche Zauber ich schon habe und welche noch nicht. Deswegen muss ich erstmal gucken. Ansonsten verkaufe ich den Kram halt. Ich habe schon viel. Aber eigentlich ist halt die Rüstung für Lydia halt eigentlich total unangebracht. Aber ich bin mir nicht sicher, weil das Rüstungsteil sieht halt schon geil aus. Soll ich das zerstören oder soll ich das anziehen? Die Elfenrüstung hat ja... Die wiegt ja so wenig und ich trage immer schon so viel. Da bin ich mir ja nicht so sicher. Ah, okay. Die anderen habe ich wohl schon alle. Dann bringt das wahrscheinlich nur was, wenn ich das Diadem anziehe. Kann ich das überhaupt auf einem Helm? Wahrscheinlich nicht. Und die Schuhe. Das andere habe ich ja schon. Och man. Was braucht ihr? Oder er? Sonst noch etwas? Ach so, du meinst, dass es eben erst in... Wie kann ich euch dienen, Tane? Das Ebenerz, woraus diese Rüstung hier besteht, wahrscheinlich, oder? Ach so, ja, Ebenerzrüstung, ja. Ja. Gut, dann. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich zerstöre die wirklich, damit ich einen Zauber habe. Jetzt Unterdrückung wollte ich noch. Ich brauche kein Schild. Ich habe ihr eigentlich schon ein Schild gegeben, glaube ich. Den nimmt sie immer mit. Dit braucht sie nicht. Dit braucht sie nicht. Dit nicht. Dit nicht. Jetzt laufe ich wieder so langsam. Geht ihr voran? Ich meine, für einen Einhänder, dadurch, dass du ja gerade Einhänder bist, ist das für dich... wahrscheinlich schön, aber ich habe gerade keinen Einhänder und ich bin gerade nicht in der Einhänder-Phase, dass ich das nutzen will, deswegen zerstöre ich das jetzt einfach. Und die Ebenerzrüstung mache ich jetzt auch, dann habe ich wenigstens dieses Magika-Ding. Aber es sind halt Elfenstiefel, ich glaube, die ziehe ich wirklich an. Aber die machen halt eben... Da habe ich eben den Zauber der Feuerresistenz draufgehauen. Vielleicht gebe ich die Lydia. Ich glaube, ich gebe die Lydia. Und ein Diadem ist ein Helm, okay. Das heißt, ich kann das nicht anziehen und Lydia dementsprechend auch nicht. Dadurch, dass ich die große Schießkunst aber auch schon als Zauber habe, kann ich das theoretisch auch einfach verkaufen. Ja, finde ich auch. Die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten das zu diskutieren. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Deswegen gucke ich jetzt mal. Also für den Anfang ist gut. Ich bin eigentlich schon ein großes Stück gekommen. So. Die wiegen halt nur 4. Okay, und die nur 1. Wow. Sogar noch besser. Okay, das ist krass. Einen großen Krieger? Bin immer noch da. Boah. Wie kann ich euch dienen, Tane? Warum ist es hier so heiß drin, ey? Ist ja schrecklich.
Den Stab der Lähmung, den lasse ich ihr. Aber die nimmt den gerne auch einfach mal zur Hand, wenn sie Bock drauf hat. Die... Ja, okay. Nehme ich ihr dann halt jetzt mal. Und gebe ihr... Auch wenn das so gar nicht zusammenpasst. Die Stiefel. Hat sie wenigstens ein bisschen Feuerresistenz. Dem Hofzauberer kann man Stäbe andrehen. Oh ja, das ist gut zu wissen. Dann kann ich das gleich auf jeden Fall machen. Oh, die hat noch so viel. Habe ich denn jetzt nicht das Schild mitgenommen? Achso. Blitzunterdrückung. Ihr geht vor, ich folge. Hä? Nochmal gucken. Oh, den habe ich vorhin. Okay. In letzter Zeit hat es den... Werft einen Blick darauf. Dann... Ha. Die hau ich auf jeden Fall weg. Der großen Schießkunst. Ja, das brauche ich ja dann auch nicht. Oh, der hat kein Geld mehr. Schon direkt arm. Ups. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier. Ich bin direkt hinter euch. Na gut. Ihr seid mein Tarne. Nein. Also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich habe auch so ein Ding beim PC. Ich verklick mich da ständig. Aber wirklich ständig. Eigentlich wollte ich das immer noch verkaufen, aber egal, ich gebe es jetzt Lydia einfach nochmal wieder. Kann ich jetzt? Ja, okay, gut. Jetzt kann ich definitiv geht ihr wieder voran? Laufen. Puh. Jetzt vielleicht nicht ganz so geschickt, weil mit dem Schmuck ist das ja auch immer so eine Sache, ne? Die Frau nämlich unten am Schmuck, ich will jetzt nicht blöd klingen oder so, aber die hat ja kaum Geld, mit dem ich hier irgendwas verkaufen kann. Deswegen verkaufe ich den Schmuck meistens beim gemischten Händler, aber der ist jetzt pleite. Ich will hier mal gucken. Bitte sagt, dass ihr etwas mit Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. 52. Damit kann ich doch nichts verkaufen. Boah. Passt gut auf euch auf. Mein liebster Saufkuchen. Sag mal. Nein. Bin ich müde. Ich bin aber immer noch viel zu überladen. Oh, okay, irgendwie mache ich hier gerade alles durcheinander. Das hat mal besser funktioniert. Trunkenen Jägersmann, wo war der denn? Vorsichtig! Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr seht etwas blass aus. Ah, dann mach seid ihr also hier. Ein Alchemist? Ich habe zu viele Tränke. Eindeutig zu viele Tränke. Das ist mir eigentlich recht egal. Krankheit, ich bin ein Wolf, also bitte. Ausdauer. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Haupttor, Wanderweg links zum Haus vor den Treppen. Okay, ich guck gleich mal.
definitiv wieder ein Ventilator bei mir im Zimmer. Das ist schlimm. Wo war ich? Das Ding ist, in solchen Situationen, wo ich diese Tränke vielleicht brauchen könnte, nutze ich sie irgendwie kaum. So, Feuerresistenz. 12 Tränke einfach für Feuerresistenz. Das würde mir eigentlich so viel weiterhelfen. Ups. Oh, egal. Einer ist weniger, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Taschendiebstahl brauche ich jetzt auch nicht. Mach ich mal einen weg. Ich brauche Heiltränke. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ja. Nee, lasse ich jetzt erstmal. Ich habe irgendwie ein bisschen durcheinander angefangen. Das war nicht geplant. Also Haupttor, Wanderweg links. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Ach, da wahrscheinlich, ne? Sekunde, ich verkaufe jetzt erstmal hier noch die... Ich gebe Waffen, euch die Deckung. Ich noch habe. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Aber bisher läuft noch alles. Nicht ja schon mal gut. Genau das. Ach, das hat sie immer in der Hand. Ich glaube, dann lasse ich hier das auch noch. Und die Kette brauchst du nicht. Ich bin voll fies. Dann mal los. Ich sage nicht, dass ich der Beste werft einen Blick darauf. Ich habe übrigens auch schon mein Haus eingerichtet. Das habe ich auch schon längst gemacht. Ich habe auch ein Kinderzimmer anstatt Alchemisten-Ding da genommen. So. Das kriegst du. Zwergenstiefel. Ist jetzt eigentlich unnötig, dass ich die behalte, ne? Ah, egal. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr okay. etwas braucht. Haupttor, Wanderweg links zum Haus vor den Treppen. Hier sind zwei, aber ich guck mal. Ah, der. Ach, der war das. Hallo, mein Freund. Was jagt ihr denn? Egal. Boah, da war ich, ja, ich will es gar nicht wissen. So gefühlt gar nicht. Okay, der hat noch ein bisschen was. Das ist schön. Warum kann ich den jetzt... Hä, hab ich alles? Ich hab doch alles, was ich an Schmuck habe. Doch jetzt noch nicht verkauft, oder doch? Nee, irgendwie nimmt er nicht alles. Zumindest bei mir noch nicht. Aber ich kann dir sowas verkaufen, Ja. Es war mir eine steht Freude, mit euch Geschäfte ja, zu machen. Ja, irgendwie. Naja. Das ist gut zu wissen. Wenn ich das finde. Apropos Bogen. Wenn ich das beim nächsten Mal weiß, dann muss ich das ein bisschen separieren, dass ich den Schmuck bei dem anderen Typen verkaufe und Waffen oder Bögen. Also jetzt zum Beispiel den Elfenbogen, den ich eben verkauft habe, dann irgendwie da dann. Ja. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Naja, wir sind zumindest ein bisschen leerer. Werde ich jetzt mal gucken, wohin ich jetzt nächstes gehe. Ich finde das so lustig. Die Nachrichten ploppen bei mir oben am Bildschirm immer auf, wenn du einen Kommentar schreibst. Das ploppt hier oben dann immer so einzeln kurz. Finde ich irgendwie lustig. Und Tian hat mich angeschrieben. Ich sehe, dass du zockst. Kommst du gut voran?
Schreib dem gleich mal, dass ich hier versuche, verzweifelt irgendwie mit dem Stream auf Twitch klarzukommen, aber mein Internet irgendwie doch kacke ist. So. Wohin begeben wir uns denn als nächstes? Ich hatte mir das doch notiert. Machen wir hier die tolle Karte auf. Also, wie du siehst, ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Ganz so blöd stelle ich mich ja anscheinend nicht an. Und ich war halt teilweise schon hier, da wo du jetzt beim fünften Stream drin warst. Hab's aber nur markiert, war aber noch nicht drin. Genauso wie in Nilheim. Ich glaube, da sollte ich jetzt nächstes hingehen. Ah, ja, da muss ich ja noch hin. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, um da weiterzumachen. Oh, schon wieder dunkel hier. Wir sind bald da. Ich kann das Lager schon sehen. Ihr braucht etwas? Nein, brauche ich nicht. So, jetzt bin ich wieder im Chat drin. Hallo, hallo? Da war ich hier schon. Kann auch sein, dass ich hier schon drin war. Ich guck einfach nur mal. Mach die Nacht zum Tag. Ja, sicher. Immer doch. Solange mich nicht irgendwie wieder so random in irgendein... Oh, da schläft jemand. Irgendein Drache angreift, wo... Also dann gerade in Momenten, in denen ich halt absolut keinen Bock habe. Okay, hier war ich schon. Ja. Darauf kann ich dann wirklich verzichten. Ich meine, Drachen bekämpfen und so ist cool. Es hat schon so einen coolen Vibe, finde ich. Rede ich schon so wirklich wie so ein YouTuber hier. aber die können auch gerne von mir wegbleiben in Momenten, wo es unangebracht ist. Wartet hier. Ich hole nur eben eure Belohnung. Hey. Okay. Hab ich irgendwas verpasst? Oh. Okay, die kam nicht unerwartet. Ist das alles, was ihr denkt? Himmelsanze, was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Ja! Oh, der kann gut schießen. Scheiße. Oh. Help me. Okay, er macht das nicht. Also ich bin ehrlich, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ha. Und damit auch nicht. Was? Warum soll ich den töten? Der ist ja noch gerade friedlich an mir vorbeigelaufen. Oder nicht? Bin ich blöd? Okay. Fakt ist,
Das hier nehme ich gerne mit. Du auch nicht. Ich laufe da so, spaziere rum, stelle fest, dass ich schon hier war und komme dann hier an und schwupps, werde ich einfach attackiert. Das hat mich jetzt aber ein bisschen überfordert. Der war eben noch friedlich. Okay. Ist das so ein Quest-Ding, was ich irgendwie übersehen habe? Wo ist denn der Typ hin? Ist der immer noch hier? Ne, anscheinend nicht. Da? Quest. Boah, ich habe so viele Quests. Wo steht, dass ich den töten soll? Naja, das war jetzt eigentlich auch nicht mein Ziel. Ups. Hätte ich da jetzt eigentlich alles eingesammelt? Nein, habe ich nicht. Okay, gut. Es war jetzt auch nicht mein Ziel gewesen, hier auf einmal großes Kampfgeschehen zu veranstalten. Aber gut, dann hat das Ganze ja doch nochmal eine sehr nette Wendung genommen. Denn jetzt konnte ich wenigstens in der kurzen Zeit, in der ich hier gestreamt habe, doch mal was vorweisen. Nicht, dass ich das müsste, aber ich hab's getan. Ja. Ich liebe übrigens immer den Nachthimmel, ne? Es gibt so einen Nachthimmel, der hat so diese Lichter, wie nennen die sich? Polarlichter. Voll schön. Das sieht so unfassbar schön aus. Und ich muss mal gerade gucken, wo ich überhaupt hinrenne. Ah, gute Richtung. Das ist eigentlich voll nice. Also, ich bin immer wieder erstaunt, wie geil die Grafiken hier sind. Ja! Die Monde sind so schön, wirklich. Unfassbar. Hallo, wollt ihr mich killen? Hab ich nichts getan. Wollt ihr? Tue ich nicht. Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt. Teilen wir uns doch eine Flasche Honig. Nein, kein Drache. Ich habe jetzt eigentlich gerade keinen Bock, mit dir zu reden. Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Bitte, Drache, verschwinde. Ich will nicht. Jemand muss mir helfen. Oh. Ja, okay. Ihr greift ihr Netz an, ne? Als hätte das Spiel gehört, dass ich gesagt habe, ich bin in eine blöde Situation geraten, bei dem halt nicht sehr viel passiert, weil ich halt einfach meinen Ballast loswerden muss. Gehen die doch nicht zum Vor? Hä? Der jetzt zum Drachen. Ist der jetzt irgendwo hier? Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt das große Bedürfnis, den irgendwie zu besiegen. Ich finde, wenn ich den helfen kann, dann tue ich das. Ja, anscheinend hat er das irgendwie nur gemacht. Aber die Leute waren irgendwie erstmal voll auf den fokussiert. Und ich sehe gerade, da ist ein Häuschen. Da gehe ich jetzt einfach mal hin, auch wenn ich da nicht hingehen wollte. Ah, oh, hallo. Ups. Ich glaube, ich habe gerade einen
einen falschen Schrei ausprobiert. Das war der letzte, den ich gelernt habe. Das ändere ich jetzt mal schnell. Das war mein fixer Schrei hier. Der, nicht der Feueratem. Genau, Wirbelwind-Sprint. Den hier nehmen. Aber den habe ich doch. Habe ich den nicht da ausgerüstet? Manchmal ist das so kompliziert, ne? Für den. So. Mache ich den jetzt auch? Versuch's mal. Let's go. Fuß! Ja, okay, danke. Wo ist das Haus? Da. Wie du siehst, noch ein wenig tollpatschig. Aber es wird. Oh, hello there. Hau doch nicht ab. Egal. Gehen wir erstmal zum Haus und gucken, was da ist. Oh, das ist die Rotwassergrotte. Das ist die mit diesem riesen Untergrund, den ich bei dir im Stream gesehen habe. Oh, okay, gut zu wissen, dass ich die jetzt schon gefunden habe, aber ich brauche da jetzt noch nicht runter. Ja, gehen wir lieber erstmal in die Höhle, die hier in der Nähe ist. Wenn ich sie finde. Oh Gott. Immer wieder schrecklich hier rumzu. Ah, du bist doch irgendwo hier. Glaube ich ein bisschen zu. Och Mann, jetzt nerv nicht. Ein bisschen zu viel. Irgendwie stelle ich mich gerade ganz doof an. Ja, dich könnte ich jetzt erschießen, wenn ich wollen würde. Manchmal scheint das Zielen doch zu funktionieren. Da geht doch. Oh. Hallo, Mutter. Gerechnet. Ein Rezept. Wo ist eigentlich Lydia hin? Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Bei mir ist sie wenigstens aufgetaucht. Bei dir habe ich ja mehr das Gefühl, irgendwie taucht sie bei dir nie auf. Aber okay. Diese Intelligenzbolzen. Ja. Das habe ich auch schon in Videos gesehen. Der wollte sich gerade ernsthaft heilen. Hast du das gesehen? Der wollte sich heilen. Nicht mit mir, Freundchen.
nicht mit mir. Irgendwie sieht die Höhle sehr klein aus. Ist die so klein? Kennst du die zufällig wieder? Aber ich habe wenigstens ganz viel... Oh, ja, okay, das wollte ich jetzt nicht einsammeln. Kein Problem, was ein guter Fall nicht lösen kann. True, true. Das ist wohl wahr. Was ich sagen wollte, irgendwie kommt mir die Höhle sehr klein vor. Ich hatte das schon mal. Und musste da irgendwie nur Bären töten oder Wölfe oder was das war. Oh, Kettenblitze ist ein Blitzschlag der 40 Schadenpunkte. Boah, den muss ich Lydia geben. Was ich an Lydia halt auch echt lustig finde, ich kann ja eigentlich alles geben. Ihr seid mein Tarnen, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich stehe zu eurer Verfügung. Und ich kann sie halt zwischenzeitlich auch beobachten, was sie so nimmt und was nicht. Die an Waffen benutzt. Lähmungsteil hat sie auf jeden Fall eben gerne genommen. Das habe ich gesehen. Aber... Los. Mal schauen, was sie... Nein. Schauen, was sie mit dem anderen... Ich hoffe, du lässt mich jetzt nicht... Schon wieder der Kopf mitgenommen. Lässt mich jetzt nicht... lässt sich jetzt nicht von mir triggern. Dafür, dass ich... So, halb ein paar Dinge mitnehme. Oh, Mann, ich will keinen Korb mitnehmen. Nein, stopp. Die will ich mitnehmen. Oh, ist ja schrecklich. Ist ja absolut schrecklich. Was ist das? Fasan? Fasanfeder hinzugefügt. Ah. Okay. Die kann ich durchsuchen. Ach du je, der hat einen Granatring in sich. Kaum zu glauben. Das sind mir zu viele Biere. Ich brauche nicht so viel Bier. Leere Weinflasche ist recht nicht. So, jetzt kommen meine Öffnen-Skills zum Vorschein und einfach direkt beim ersten Mal geklappt. Irgendwie geil. Ich glaube, die Illusion hatte ich schon. Der großen Veränderung habe ich auch schon. Könnte ich verkaufen. Boah, vor allem die Illusion ist viel wert. Boah, ist die viel wert. Okay, die muss ich mitnehmen. Oh, hallo du. Das ging jetzt nur in eine Richtung, ne? Ja, also ich bin ehrlich, du hast mich jetzt in einem sehr guten Moment erwischt. Also, so viel Glück muss man erstmal haben. Was? Was? Wohl. So viel Glück muss man erstmal haben, dass ich wirklich direkt instant die richtige Sache bzw. den richtigen Punkt getroffen habe. Gehen wir mal auf Magicka. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr auf Magicka gehen. Das geht ja sonst nicht. Ich kann ja schlecht Magie erlernen, wenn ich keine Magicka habe, ne? Wo bin ich überhaupt? Oh. Oh. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal zum Saritivo. Oder wie auch immer der heißt. Ich will euch ja nichts tun. Ich will nur... Sachen sammeln. Wenn es euch genehm ist. Jetzt kann ich wieder nicht rennen.
Ich gebe euch Deckung. Wie kann ich euch dienen, Tane? Nicht wahr. Dann gebe ich dir halt eben, keine Ahnung, irgendwas, was du tragen kannst. Was ist denn eigentlich dieses hin? Guck, da. Ja, sehr schwer ist das jetzt nicht gerade. Aber das ist schwer. Eine Kette. Dann mal los. Ich bin einfach zu voll geladen. Immer wieder das Gleiche. Okay. Den kriege ich aber noch. Hoch. Okay. So schnell Tag muss es jetzt auch nicht werden. Hallo, Freund. Ja, du hast mich gesehen, ich weiß. Was ist denn ein Ist da jemand? Hallo. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin eine Kaiserliche, die euch jetzt gleich umbringt. Einen habe ich schon. Wo bist du? Da bist du. Was auch wieder mit dir? Ich finde euch schon noch. Hallo? Bist du oben? Nun, was war das? Ja, was war das? Wo bist du? Bitte mit dir, du bist oben. Ist da jemand? Du wolltest den Met nur für dich. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja, stimmt. Was mit war das? Wollte ich das. Komm her. Verdammt! Aua. Wie dumm von euch, gegen mich zu kämpfen. Au! Das war schmerzhaft. Okay. Ich glaube, du bist genau in diese Situation auch drauf gegangen. Beim letzten Mal. Ach man, okay. Dann machen wir es eben nochmal. Das war gerade so schön. Ich wollte doch nur das Met haben. Ist das so? So schlimm. So einen großen Fehler begangen. Keine Sekunde verbringe ich mehr. Was war das? Immerhin kann ich den einen direkt umnieten. Das war schon mal schön. Aber da haben wir auch wieder genau dieses Problem. Bei den Göttern, nein! Das ist wirklich schön, dass du dich umgedreht hast. Das war sehr schlau von dir. Nicht. Hallo. Manu. Wer ist da? Dieser Ork da oben, der ist echt stark. Hätte ich nicht damit gerechnet. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Was denn? Du hast wirklich den Blitzstab in der Hand. Der Ork wollte es eben auch für sich. Ja. Kann gut sein. Oh, hallo, der. Was war das? Mehr habt ihr nicht drauf? Lassen wir die Spielchen. Erbärmlicher Schwächling. Sagt der Richtige. Der fliegt nämlich jetzt gerade runter. Erbärmlicher Schwächling. Du mich auch. Habe ich noch nicht. Muss ich mitnehmen? Erbärmlicher Schwächling. Kannst mich mal. Oh. Gibt's hier. Ah, ich hab mich schon gefragt. Hier muss es doch eine Truhe geben. Läuft das Stream noch? Ja.
Dieses Mal war es besser. Der ist doch nur gespoltert in den Torte gefallen. Ey. Ich habe mein Bestes gegeben. Also minimier das nicht. Das ist frech. Der hat aber viel, was ich verkaufen kann. Aber ich kann nicht so viel tragen. Ja. Das ist mir bewusst. Lydia, I need you. Ich bin direkt hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Also, ich muss schon sagen, das war jetzt gerade echt lustig initiiert, ne? Mit dem Typi, der... Oh Mann, das nervt mich auch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Dass er da wirklich runtergeflogen ist, der tolle Ork. Das war wirklich initiiert dafür, dass ich hier meinen mehr oder weniger ersten Stream auf Twitch mache. ich muss immer noch irgendwas abgeben. Kann doch nicht sein. Ein scheiß Nässefluch. Blöde Nässefluch, ne? Das nimmt mir Platz weg. Ach. Du willst mich doch nur ärgern. Ich geb dir jetzt diese... Oh, Mann. Okay. Du ziehst die wieder an. Das war nicht geplant. Du sollst schon noch die Resistenz haben hier. Okay. Los. Nein, noch nicht. Wir machen das jetzt anders. Ich muss hier. Damit ich dem auch gerecht werde, trinke ich das jetzt einfach. Esse das jetzt einfach. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Irgendwas. Nee, den Ort mehr trinke ich nicht. Aber den Wein kann ich trinken. So, jetzt kann ich wieder laufen. Mich wundert, dass das ich hier noch nicht rumtölpel wie sonst was. Liftwartung abgeschlossen. Geil. Da ist die Beinbrecherhöhle. Der Name ist einfach zu gut. Ich liebe diesen Namen. Die habe ich auch schon gefunden. Okay. Sekunde, ich bin mal kurz aus dem Chat raus und gucke, was ich jetzt letztes gemacht hatte, beziehungsweise machen wollte. Ja, Riftwachturm habe ich. Ich weiß. Wo war doch dieses komische Zeichen da? War das nicht sogar hier in der Nähe? Da. Genau, da wollte ich noch hin. Auch wenn ich gar nicht mehr so genau weiß, was das bei dir gewesen ist im Stream. Naja. Gucken wir einfach mal. Das Zeichen ist irgendwie ungewöhnlich. Okay, ich muss hier runter. Ich möchte vor allem mal erwähnen, dass ich es echt hasse, wenn mir irgendwie wieder Bären überraschen. Bären sind einfach schreckliche Biester. Oh. Leute, das habt ihr nicht gesehen. Oh, geil. Und genau in dem Moment gucken mir einfach drei Leute zu. Ach, Mann. Das kann doch nicht sein. Naja, okay. Nochmal. Habe ich das jetzt da oben eigentlich alles mitgenommen? Habe ich bei ihm alles mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Och, komm schon.
Ich komme mir jetzt gerade ein bisschen verarscht vor. Ich bin direkt hinter euch. Wie kann ich euch dienen, Tane? Indem du so das ein oder andere Odinjagdbogen wollte ich eigentlich gar nicht nehmen. Egal. Das war wirklich gerade die Rache. Das ist schon exorbitant schlau gewesen von mir. Nicht. Bekleidung. Das gebe ich dir, das gebe ich dir, das, das. Amulett von Lulianos, kann ich das überhaupt? Oh, kann ich abgeben. Gut. So, kann ich jetzt wieder laufen? Da muss ich noch irgendwas essen. Einfach futtern. So traurig es auch ist. Dann mal los. Also das war gerade echt Bestrafung. Das war gerade wirklich eine Bestrafung. Okay, dann gehe ich halt eben etwas weiter nach unten. In das Spiel, das will, dass ich da nicht rum auf den Berg rumkletter und ich dann runterstürze. Mann, Mann, Mann. Und ja, ich weiß, jetzt kommst du wieder mit Frau, Frau, Frau an. Aber ich muss schon sagen, die Aussicht ist echt geil. Es geht hier aber auch steil runter. Meine Güte. Hä? Muss ich doch wieder rauf? Oh nein, gar nicht. Das ist ein Weg. Der sollte mich doch dahin bringen. Was sieht man nicht so? Durch den Zufall. Wenn man den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Jetzt kann ich nur wieder nicht rennen. Toll. Wirklich toll. Lydia. Hallo. Ich glaube, ich muss erstmal Ballast abladen, bevor ich hier irgendwas weitermachen kann. Ach Mensch. Das ist auch so ein bisschen was, was mich so ab und zu mal so ein bisschen auf die Nerven geht. Hundefleisch kann ich nicht essen. Das würde ich dem armen Hund da nicht antun. Irgendwas. Muss hier doch ein bisschen was loswerden. Habe ich irgendeine Kacke, die ich nicht brauche? Holzkohle. Wer braucht denn Holzkohle? Ich hoffe, ich schmeiß das jetzt nicht ohne Grund weg. Jetzt kann ich höchstens wieder laufen. Rentier. Nein, ich gehe jetzt erstmal wieder nach Weiß laufen. Kann ja nicht so weitergehen. So, da sind wir wieder. Bist du dabei? Ja, du bist dabei. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Schön, dass dir das gefällt. Ich will jetzt erstmal Eisenbahn herstellen. Irgendwas, was mir ein bisschen mehr bringt? Ich weiß, Schmuck. Das auf jeden Fall. Okay, hab kein Silber. Schade. Dann eben Eisen durch. Oh, ich glaube, ich habe sehr viele Eisenbarren. Vielleicht bringt das mir ein bisschen mehr, wenn ich irgendwas anderes mache. Levelt mich das schneller? Nee, nicht wirklich. Das schneller? Wir zurück an der Schmiede, an der ich 100 Jahre Schmiedekunst gelassen habe. Ja. So. Mach ich jetzt hier noch ein paar Eisen durch hier. Machen wir das halt eben so. Ich bin direkt hinter euch.
Wie kann ich euch dienen, Tane? Die Schmiede, die ist halt einfach unsere Bestie. Ja, das nehme ich. Diesen einen Pfeil nehme ich auch gerne. Ja. Geht ihr voran? Mal hier den Kram. Ich habe die Bärenpelze ja schon abgegeben. Habe ich beim letzten Mal gemacht. Dementsprechend brauche ich auch nicht mehr gucken, welches Leder ich hier verarbeite. Ich sage nicht, dass ich der Beste. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will dir Waffen verkaufen. So. Und das auch. Und das auch. Den Bogen kannst du von mir auch nehmen. Den Stahl euch kriegst du auch. Und das. Komm, scheiß drauf, wir kriegen es jetzt einfach. Ziegenfell kann ich nicht verarbeiten, also kriegst du das. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, nee. Ich gehe jetzt erstmal dahin. Zu dem Typen, bei dem ich mich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und alles steht. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Feuerschaden mache ich noch nicht. Hier, kriegst du. Starkes Gift brauche ich auch nicht. Heilungszauber. Heilung. Verstehst du das? Heilungsspiel. Ich würde gerne aber auch wissen, wie. Oh wow, der ist schon wieder pleite. Ich bin echt zu blöd, ey. Bitte komm wieder. Angedreht. Schrecklich. Und eine Tür macht die ganze Zeit bum bum. Das ist nervig. Zieht. Egal. Seid ihr Brot und Eintopf leid? Hattet ihr Fisch und Wildbret im Überfluss? Dann verwöhnt euch. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn werft einen Blick nein, darauf. Nein, hab ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Passt gut auf euch auf. Ja, gleichfalls. Ich schau mal, ob ich etwas bei mir in die Kiste ablegen kann. Bücher auf jeden Fall. Sind zwar nicht so viele, aber wenn ich gerade schon mal hier bin, kann ich das definitiv auch machen. Oh, sorry, der Chat ist gerade. Bin gerade aus dem Chat geflogen. Jetzt bin ich wieder da. Mit der alten Frau musst du aufpassen. Mit dem Sohn. Okay. Ich bin da. Also, ich hab da jetzt. Ups. Noch nicht sehr viel gemacht, außer da nach Beweisen gesucht, in so einem anderen Haus, was recht hier in der Nähe war. Dementsprechend habe ich da jetzt noch nicht so viel gemacht. Der Sohn kann in Gefangenschaft sterben, deswegen hat sie ein Zeitmaximum. Oh, also sollte ich da, wenn ich zu lange warte, ja, wow, dieses Rezept kenne ich aber schon. Wenn ich zu lange warte, dann stirbt der. Okay. Das ist ja mal was. Weiter die Quest wie bei mir, genau. Oh. Also sollte ich damit eigentlich frühestmöglich anfangen, ja?
beziehungsweise weitermachen. Ihren Wurz gebe ich ab. Ja. Aber eigentlich habe ich da jetzt gerade keinen Bock drauf. Eigentlich will ich da jetzt nicht hin, weil die Quest, die war doch irgendwo im Nirgendwo. Die war doch... Ups. Da war doch irgendwie was weiter weg, meine ich. Sonst hätte ich da schon längst weiter gemacht, wenn da so in der Nähe gewesen wäre. Wissen. Also muss ich da im nächsten Zeit mal weitermachen. Da ist der schöne Himmel. Oh, wunderschön. Ja. Dass da jetzt nicht irgendwie die Quest scheitert. Ist das deshalb, warum... Also, ich hoffe, die Quest bei dir ist keine Quest, bei der du, die du für das, Wortfindungsstörung, die du für deine, ganzen Quests brauchst, um das Spiel Platin zu kriegen. Weil das wäre richtig mies. Okay. Sieht lustig aus, wie die das oben hängt. Naja. Hier ist nicht bei mir. Das ist beunruhigend. Ja, okay. Wenn es nicht so ist, wäre auf jeden Fall gut. Was von mir? Du bist mir quasi in die Arme gelaufen. Einquelle. Das ist die Quelle. Oh! Das sind die Gegner, oder? Sind das Gegner? Immerhin ist Lydia hier. Ja, mein Kaninchen. Abgestochen. Praktisch für mich. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Okay, dann ist es kein Wunder. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ist hier sonst noch was? Oh, das haben wir auch erlegt. Oh, das sieht so schön aus, ne? Sieht einfach so unfassbar schön aus. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Muss doch noch irgendwas sein, oder?
ist der Drache. Nee. Das hebe ich mir auch noch auf. Ich muss doch noch. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Okay, nee, da geht's runter. Hier noch geben. Ich gebe mich nicht damit zufrieden. Steckt die Höhle vielleicht? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Bei mir? Gut. Oh je. Okay, zwei Pfeile haben gereicht. Ich bin irgendwie erstaunt, dass das so einfach ging. Sehr ungewöhnlich. Ah ja. Höhle ist aber auch nicht gerade groß. Und ich weiß, dass du manchmal in irgendwelchen Höhlen auch irgendwas unter Wasser gefunden hattest. Also, im Sinne von Ton oder so. Deswegen, da gerade so, ich gucke mal, was ich hier so, oh. Ups. Du brauchst mir nicht ins Wasser folgen. Höhle wirklich so klein? Also. Ich meine, da war auch eine versteckt. Ja, ich hab sie wahrscheinlich gefunden. Oh, Bogen der Jagd. Und keine normalen Jagdbogen, ne? Das ist einfach ein anderer. Meine ich. Guck, was ein Tor ist. Wow. Aber den nehme ich mit. Also ich höre das immer. Ich weiß nicht, ob man das am Stream hört. ja. Das war ja eine nette kleine Höhle. Ein Troll und ein bisschen was anderes. Ja, hört man, okay. Hey! Naja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Habe ich die Höhle, die da versteckt war, gefunden. Das ist doch schon mal was. Blub.
habe ich ja zum Glück schon. Aber soll ich mir wirklich gut was der Grotte antun? Ist auch noch hier unten. Das Fragment in meinen Besitz bringen. Ich da schon mal dran. Ich muss nur noch da und da rein. Oder ich gehe einfach mal dahin. Die Höhle habe ich übrigens schon gesehen. Oh, schön. Schön aus. Nur das Blut hier und die verbrannten Leichen eher weniger. Was mich da erwartet. Was? Ich hoffe nicht so heftige Gegner, die mich wieder niedermetzen. Oh, Banditen. Okay. Die ja eigentlich möglich sein. Latsche. Ich habe es aufploppen gesehen, aber nicht komplett gelesen. Ja. Ja. Ging anscheinend. Jetzt nicht so schwer wie erwartet. Vielleicht kann ich die Schwierigkeitsstufe mal höher stellen. Aber das Problem ist dann halt, sind die Drachen. Und so. Auch mal umso schwieriger. Hab ich eigentlich. Oh! Wobei eigentlich ist es dumm, die Schüssel mitzunehmen, ne? Aber egal. Kann die Schwester knacken, wie der will. Kann ich den Lydia geben? Ich bin direkt hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Dann mal los. Ja, endlich wieder. Speicher nicht vergessen, ne? Ich sehe, wenn ich wieder zurückgehe. Oh, ich sehe da hinten auch noch was. Boah, ist das noch ein bisschen höher. Boah, also, das habe ich noch nie gesehen. Ja, diesmal kannst du es auch wirklich sagen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist ja mal. Oh, cool. Was ein Scheiß. Versuche ich jetzt mal abzuplanen. Ups. Nein. Oh.
wollte hier nicht reinfallen. Das wäre jetzt echt ein Reinfall gewesen. Ha, ha. Sorry, der kam flach. Aber wahrscheinlich ist es hier genau so eine Stelle, wo irgendwo im Wasser was versteckt wäre. Würde ich denen sogar zutrauen, dass wir so fies sind. Du nur von mir. Ich würde da nur gerne wieder rauskommen. Ist ja nicht so. Will ich dann da unten im Wasser gefangen sein? Komme ich hier raus? Auf? Unsicher. Nicht so aus. Und dann komme ich hier raus. Ah? Hier wäre ich sogar raufgekommen, ohne große Lochblätter ins Wasser machen zu müssen. Solange es hier keine Fische gibt, die mich angreifen, ist alles gut. Ich sollte vielleicht irgendwann nochmal Luft holen, ne? Mir wird hier gar nicht angezeigt, dass man hier... ab wann man da wieder Luft holen soll. Ist ja auch gut gemacht. Aber okay. Das heißt, ich kann auch ertrinken. Ich will jetzt erstmal den Kerl da hinten schießen. Ich glaube, es sind mehrere. Den dazwischen? Was? Oh. Der. So viele Wasserfälle. Oh. Kannst dir aber echt was merken. Boah. Okay. Ich gebe zu, damit habe ich nicht gerechnet. Hier sogar noch eine Eisenerzalle. Danke für den Tipp. Ich kann auch nicht mehr lange streamen. So bis 17 Uhr oder so. 17 Uhr. 7 Uhr. Also 19 Uhr. Weil es da auf jeden Fall Abendessen gibt. Och nö. Och nö, das Zeug macht mich jetzt langsam. Ich krieg die Krise. Ich hab wieder zu viel Zeug dabei. Es ist, wenn ich Essen verkaufen will. Aber futter jetzt einfach hier was. Spinnenfisch. Interessant. Damit ich hier wenigstens wieder rauskomme. Wenn ihr mir nicht folgen kann.
mit ihr kann ich schwimmen, weißt du? Ey, das ist ja krass. Ha, da ist sie. Okay, damit rechnet jetzt auch nicht unbedingt jeder. Ist das bei der einen oder anderen Höhle auch nochmal so gewesen? Oder war das jetzt einer der wenigen? Weil dann habe ich das echt häufig übersehen wahrscheinlich. Na klar, du bist halt bei vielen runtergesprungen und so. Aber da frage ich mich jetzt wirklich, ob das jetzt nur da war. Oder nicht. Hallo. Alles super. Und bei dir? Ja, scheint so. Sollte ich vielleicht häufiger mal darauf achten. Da sollte ich wohl wirklich mal drüber mehr drauf achten. Oh, eine Falle. Schön. Okay, gut zu wissen. Zwischenspeichern. Ja, wie gesagt, ab und zu gucke ich da mal nach und finde auch mal die ein oder andere Truhe. Aber dass da so ein unterirdischer Gang war, das... Ja. Das Game ist lauter als ich. Ja, ich mache das eigentlich nicht so oft. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich auch wirklich bei Twitch streame, vom PC aus. Weil ich eigentlich meinem Freund nur ein bisschen was zeigen wollte, wo ich mich befinde. Und dementsprechend sind da jetzt keine großen Einstellungen getätigt worden. Aber... Wenn du am PC spielst, kannst du mir vielleicht sagen, wie ich oder mit welcher Taste ich quasi einen angelegten Pfeil entfernen kann, ohne dass ich ihn loslassen muss. Da bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz sicher. R. Ah! Super, gut zu wissen. Danke. Weil irgendwie... Ja, lass ich den immer los und sammle den dann wieder ein. Hat bisher ganz gut funktioniert. Aber... Ja, eben. Deswegen ja. Ist mir schon klar, als Konsolenspieler kannst du da nicht viel machen. Aber es ist gut zu wissen. Ich habe hier gerade... Übrigens überhaupt kein Konzept, in welche Richtung ich laufe, aber ich versuche es mal. Oh, das ist cool. Also du solltest nicht einfach Vielleicht sollte ich hier wirklich keine Magie in die Hand stecken, in die Hand geben. Das endet nicht gut. Das endet überhaupt nicht gut. Und nur so, by the way, ich rede auch gerne mal etwas leiser. Also das ist, liegt auch häufiger mal an mir, kann aber auch wirklich an irgendwelchen Einstellungen sein. Ja. Kleiner Suchti hier am Start. Mehrere Suchtis am Start. Aber Skyrim ist halt einfach so geil. Ich stehe zu eurer Verfügung. Das ist so geil, vor allem weil ich mir halt... auch das Dreierpaket gekauft habe. Ja, okay. Das sollte ich, denke ich, irgendwie hinkriegen. Jedenfalls war es so, dass ich habe den Faden verloren, tut mir leid.
Egal, es ist einfach zu warm hier. Ich will Lydia aber auf jeden Fall irgendwas geben, was sie tragen kann. Genau. Das. Dann mal los. Diese blöde Taste. Na, den wollte ich nicht nehmen. Den wollte ich nicht nehmen. Den Krug kann ich wieder wegschmeißen. Ich bin es eigentlich nicht gewohnt, irgendwie so zu streamen oder irgendwas in die Richtung zu machen und dabei sogar noch zu reden. Aber das geht schon irgendwie. Die Tastatur leckt gerade ein bisschen. Oh. Versteck des verlorenen Messers. Da geht's weiter, okay. Ich glaube, ich hatte aber eben noch einen Teil nicht angeguckt. Meine ich, da wäre irgendwas. Ich bin wieder hier. Oh, das sieht geil aus. Gerade echt nicht mehr sicher, ob ich richtig war. Okay, nein, da war ich schon. Ich bin manchmal noch ein bisschen tollpatschig, was das Spielen angeht, aber ich verbessere mich Stück für Stück. Viel bei dieser Sache. Ich auch nicht, meine Liebe. Aber nur, dass er dieses Mal gegen so ein Duell drüben im Loch herausfordert. Wir müssen es tun. Was war das? Ist ja schön und gut, Lydia, dass du neben mir stehst und nichts tust. Aber egal. Hat ja so funktioniert. Zu voll beladen. Ich kann jetzt nicht noch mehr mitnehmen hier. Wenn ich es gerne tun würde. Irgendwelche Ressourcen. Lydia mit ihren Magiefähigkeiten. Geh mal aus dem Weg. Wie man sich verzaubern muss. Ja. Mit Verzauberung bin ich auch noch lange nicht. Boah, wie verzwickt ist das? Bin ich auch noch lange nicht. Naja, komplett im Bildnis. Vor allem, weil wenn ich Dinge verzaubere, halt auch eben die Verzauberungen noch recht klein sind. Das liegt aber wahrscheinlich auch eher an den Seelensteinen, die ich verwende.
aber... Naja. Immer Stück für Stück. Ich bin ja schon recht weit gekommen bisher. Meine Verhältnisse. Ich wurde entdeckt. Hello there. Ist das aber eine Überraschung? Ja. Das war eine Überraschung. Oh, Survival-Modus. Ja, den traue ich mir überhaupt gar nicht zu, ne? Weil da musst du halt wirklich auch jedes Mal essen und schlafen gehen. Also ich kann verstehen, dass das auf jeden Fall für Profis definitiv nochmal so ein Ding on the top ist. Aber ja, ich würde das auch nicht freiwillig machen. Zumindest jetzt noch nicht. Und irgendwie reichen bei mir echt immer nur jeweils ein Pfeil, um den Typ hier umzulegen. Oh, ich bin wieder voll. Bin immer noch da. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese Höhle so groß ist. Wie kann ich euch dienen, Tane? Dementsprechend. Ups. Muss ich hier immer wieder mal was abgeben. Geht vor, ich folge. Okay. Ja, meine Draglast ist eigentlich auch schon recht hoch für mein Level. Weil ich mich da teilweise auch echt so ein bisschen drauf fokussiere. Und dabei vernachlässige ich die Magika so ein bisschen. Was auch nicht unbedingt eine gute Idee ist. Deswegen habe ich eben, als ich den Level abgemacht habe, habe ich mal wieder auf die Magika gelevelt. Das darf ich ja nicht vergessen. Oder sollte ich zumindest nicht vergessen. Boah, die Höhle ist riesig. Ach, das ist ja noch mehr. Haha. Ich glaube, ich bin, was das Schießen angeht, eigentlich ganz gut für dieses Level. Denn die ganze Zeit. Und ich sehe ihn nicht. Da ist ein Säbelzahntiger drin, ne? Ne, das ist ein Bär. Ne. Oh. Worauf wartet ihr? Ich weiß, dass ihr mich umbringen wollt. Oh. Jetzt habt ihr die Gelegenheit. Da seid ihr. Ist da jemand? Was war das? Dreck von meiner Nase. Ich bin ja auch schlau, ne? Das war schon alles. Wer habt ihr nicht auf? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ja. Schluss damit. Ja. Okay. Nein, eigentlich wollte ich mich heilen. Ich bin noch nicht tot. Jetzt aber. Bist du? Wo seid ihr? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wo bist du?
irgendwie sehr nah. Aber okay. Huch, was war das denn? Naja, ich sammle jetzt hier erstmal alles ein und dann werde ich hoffentlich nicht nochmal von hinten attackiert. Hier ist schon wieder so ein Schlüssel. Du wolltest Bären jagen. Oh, Bären gehen mir ja so auf die Nerven, ne? Das ist schlimm. Die kommen so wenigstens einfach um die Ecke. Ist da jemand? Ist da jemand? Du bist da unten. Da versteckst du dich. Okay. Ich will ja aus dem Weg mit dir. Ich da irgendwie runter. Okay, komm. Ich befreie dich mal. Oh. Dafür war der Kerl also gedacht. Okay. Ich krieg euch schon. Der war hierfür gedacht. Hier. Ist immer wieder stand, wie die mich trifft. Oder vermeintlich. Komm, let's go. Ich werde auf euer Grab. Zeig dein Können mit dir. Okay, das hat mir jetzt zu lange gedauert. Gold gefunden. Die Questline habe ich schon mit dem Bären. Bär. So wie es aussieht, sieht es hier aus. Nein? Okay, noch nicht ganz. Diese Kacke nimmt echt kein Ende. Was war das? Ach nix, ich war's nur. Manchmal bin ich noch nicht geschickt darin. Ich kann euch nicht besiegen. Stirb. Seid ihr zum Sterben bereit? Sehr gut, Julia. So gut getroffen. Oh.
Tschüss. War schön mit dir, Bandit. Ich glaube, die ist da jetzt unten im Wasser gelandet. Aber erstmal gehe ich da hinten gucken. Ein tiefer Fall für den Feind. Ja. Aber echt. Die hat das nicht überlebt. Mal wieder ein paar lustige Situationen hier. Schön, dass ich das wenigstens auf dem Stream habe. Naja. Dann muss ich da mal runter. Ohne mich halb umzubringen. Oh, ist die das? Nee, doch. Nee, das war die von ganz am Anfang. Wo ist die runtergefallen? Irgendwo da. Juhu. Hier nicht? Muss nicht ihre Leiche irgendwo hier schwimmen? Ah, gefunden. Klar, das kann ich natürlich mal wieder nicht. Wenn du dir, dass du zu mir gefunden hast. Was hat das denn für ein Lecker? Ich stehe zu eurer Verfügung. So, okay. Geht ihr voran? Jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Komme ich noch mal her? Ah, da. Ja, es war eine nette kleine Höhle. Klein, Höhle. Und dann denke ich, werde ich auch erstmal vor dem Abendessen für hier Schluss machen. Bin, beziehungsweise in Weißlauf gelandet bin. War ich da schon? Ah ne, da muss ich noch hin, okay. Ja. Weil das sonst zu lange dauern würde, denke ich. Aber das war nochmal nette 2 Stunden, bei denen der Stream jetzt mal nicht abgekackt ist. Schon erstaunlich. Ja, dann gehe ich mal ins Häuschen, lege mich ins Bettchen, schlafe ein paar Stunden. Bis 10. Ja, jetzt hast du wenigstens auch einen Teil von mir gesehen, ne? Und Dankeschön, Dankeschön. Jetzt weißt du, wo ich mich befinde. Und ich habe auch wieder selber ein bisschen was gelernt. Die eine Quest sollte ich auf jeden Fall weitermachen.
mit dem Typen wieder, mit dem Sohn, dass der nicht stirbt. Aber als nächstes werde ich, denke ich, zu dieser einen Festung, die da gegenüber war, hingehen. Die war ja recht nah. Wenn ich dann alles hier wieder verarbeitet habe. 2 Stunden fühlen sich gar nicht wie 2 Stunden an. Aber gut. War auf jeden Fall cool. Und dir, mein Schatz, wünsche ich auf jeden Fall auch viel Spaß beim Stream, weil du ja gesagt hast, dass du selber streamen wolltest. Vielleicht bin ich ja dazu geneigt, das irgendwann nochmal zu machen. Aber das wird, denke ich, so eine spontane Entscheidung. Ich merke auf jeden Fall, in meinem Zimmer ist brütende Hitze. Okay, dann an alle, die zugesehen haben von dem Paar, vielen Dank. Und auch vielen Dank für die Information. Pfeil ablegen und so. Das sind kleine, aber feine Dinge. Und ja. Vielleicht sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Gutes Gelingen.